des Königs Soldaten, in des Königs wilden Krieg, und als gesiegt sie hatten, hatten sie doch nicht gesiegt. Der Soldat bekam 2 Groschen und andere nur einen Sarg. Der König gehört verdroschen, das zittert ihm Bein und Mark. Hey, wer schmeißt da mit Bäumen? Geh aus dem Weg, Zwerg. Willst du dich mit mir anlegen, Fettwanst? Warum schmeißt du die Bäume um? Ich bin Holzfäller, Dummkopf, und geh aus dem Weg jetzt. Der zupft die Bäume aus dem Boden, als wären es Grashalme. Das ist genau der Mann, den ich brauchen kann. Hey Mann, hast du nicht Lust, gegen den König zu ziehen? Wieso? Weil er mir Geld schuldet. Ich will mir holen, was mir zusteht. Dieser König, ja, dieser König. Gegen den ziehe ich auch mit. Das gefällt mir. Und das ewige Bäumefällen ist mir auch über. Ich übrigens bin Karl Keuler. Und wer bist du? Angenehm, Sebastian Spinnig. Spinnig? Spinnst du? Können wir auch zusammen spinnen? 2 ziehen durch die ganze Welt, Herr Keuler und Herr Spinnig, denn sie sind dazu auserwählt, zu holen des Königs Gewinn sich. 2 ziehen durch die ganze Welt, Herr Keuler und Herr Spinnig, denn sie sind dazu auserwählt, zu holen des Königs Gewinn sich. Hey du, Spinnig? Schießt da einer Löcher in den Himmel? Kreuzgefährlich, Keuler, kreuzgefährlich. Zieh die Rübe ein. Keine Sorge, meine Herren. Ich bin Leopold Linse scharf. Warum ballerst du sinnlos durch die Luft? Sinnlos? 40 Kilometer von hier saß eine Mistfliege auf einem Misthaufen. Die hat mich die ganze Nacht geärgert. Da habe ich ihr das linke Auge ausgeschossen. Wozu hast du das gemacht, Schinselarf? Wozu? Ja, wozu eigentlich? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Nicht, weil ich den ganzen Tag nicht weiß, was ich tun soll. Als ich noch Jäger in Königsdiensten war, hatte ich Besseres zu tun. Aber der König hat mich einfach eingesperrt. Und so schieße ich jeden Tag irgendwelchen Fliegen irgendwelche Augen aus. Ich weiß da was Besseres für dich, Freund Linsenscharf. Komm mit uns zum König. Mit Freuden? Mit Freuden bin ich gern dabei. Durch die Welt ziehen wir zu dritt. Keuler, Spinnig, Linsenscharf. Und wer noch will, den nehmen wir mit. Der König sich schon fürchten darf. Durch die Welt ziehen wir zu dritt. Keuler, Spinnig, Linsenscharf. Und wer noch will, den nehmen wir mit. Der König sich schon fürchten darf. Seht ihr die Windmühle auf dem Berg? Die dreht sich, obwohl kein Wind weht. Sehr merkartig, seltensam. Das bin ich. Bernd Blasenase, der Nasenbläser des königlichen Windmühlenantreibeverbandes. Großartig, Blasenase. Willst du nicht mit uns gegen den König ziehen? Um ihn zu verhauen, Nasenblase. Blasenase, wenn Sie gestatten. Um auf den König zurückzukommen, so beteiligte ich mich mit Freuden an dieser Unternehmung, all dieweil der König geruht, mir noch den Lohn für das gesamte letzte Kalenderjahr zu schulden, welches ich nicht hinnehmen kann, im Hinblick darauf, dass ich mich außerstande sehe, mir die Taschentücher zu kaufen, derer ich zur Pflege meiner außergewöhnlich leistungsstrapazierten Nase dringend Bedarf. Ja. Also einer Beteiligung durch meine Person an der Durchführung dieser Unternehmung steht kein Hindernis im Wege. Ja.
Jetzt ziehen durch die Welt schon vier ins geizige Königreich. Und findet sich noch jemand hier, der komme her jetzt gleich. Jetzt ziehen durch die Welt schon vier ins geizige Königreich. Und findet sich noch jemand hier, der komme her jetzt gleich. Auf mich warten. Auch zum König. Was ist denn das für einer? Wenn mich meine Augen nicht trügen, handelt es sich um ein menschliches Wesen, welches auf nur einem Bein sich fortbewegt, während ihr das zweite auf der Schulter zu tragen geruht. Name Heinz Hinkel. Gebe Rat. Mich mitnehmen. Schnellläufer. Spinn ich oder ist das wahr? Du willst ein Schnellläufer sein mit nur einem Bein? Lauf nur mit einem Bein, weil sonst zu schnell. Angeschnallt mit Bein. Bin schneller ich als Pfeil. Wo willst du denn so schnell hin, Hinkelfreund? Die Fähigkeit des schnellen Laufens scheint er zu besitzen, hingegen ich von seiner Redegewandtheit keinerlei Überzeugtheit gewinnen kann. Dafür redest du zu viel, Naseblase. Ich möchte sie noch einmal, Herr Beuler, dass ich Blasenase genannt werde, darauf hinweisen. In Ordnung, Herr Nasefass. Ich fliegen, Auge geholt von Linsescharf, Schuss. Ist das nicht großartig? Solche Langstrecke in so kurzer Zeit. Nicht wahr? Also dann, Heinz Hinkel, komm mit uns zum König. Jawohl, freu mich. Fünfe durch die Welt schon ziehen zum geizigen König hin. Was wird dem blühen, dem wird was blühen, wir zahlen mit seinem Gewinn. Fünfe durch die Welt schon ziehen zum geizigen König hin. Was wird dem blühen, dem wird was blühen, wir zahlen mit seinem Gewinn. Mit sechs wird es noch besser gehen, drum nehmt mich mit, ihr werdet sehen. Noch so ein komischer Vogel? Was kannst du denn, mein Freund? Fritz von Flitz werd ich genannt. Als Frostling bin ich sehr bekannt. Setz dir erst mal die Mütze richtig auf. Setz ich die Mütze richtig auf, so zieht ein starker Frost herauf. Sitzt meine Mütze jedoch schief, der Frost bleibt in der Erde. Tief. Wenn Sie die Güte besäßen, Ihre Mütze schief aufzubehalten, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, Herr von Flitz. Meine Nase nämlich zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Frostempfindlichkeit aus. Schlage vor. Flitz, mitnehmen. Mit Fritz von Flitz sind wir jetzt sechs, stark sind wir wie ein Stamm. Mit jedem unsere Kraft anwächst, wir halten fest zusammen. Mit Fritz von Flitz sind wir jetzt sechs, stark sind wir wie ein Stamm. Mit jedem unsere Kraft anwächst, wir halten fest zusammen. Allemal herhören. Seine Majestät, König Knauser, gibt bekannt. Morgen früh um 9 findet ein Wettrennen statt. Prinzessin Windig fordert dazu einen mutigen Mann heraus, gegen sie anzutreten. Gewinnt er, bekommt er Prinzessin Windig zur Frau und das halbe Königreich dazu. Verliert er, wird ihm der Kopf abgehauen. Ratzbatz, sagt der König. Aber der Lohn ist hoch, sagt der König auch. Denn die Schönheit von Prinzessin Windig ist weltbekannt. Mehr aber ihre Schnelligkeit. Drum wäge sorgsam ab, wer sich diesen Wettkampf stellt. Ende der Durchsage. Heraus zum Kampf, wer sich mir stellt, zum Startplatz, wer sich wagt.
Zu gewinnen ist eine halbe Welt oder Kopf fällt mit einem Schlag. Die Gelegenheit ergreift beim Schopf und tretet gegen mich an. Drum auf, meine Herren, ein verlorener Kopf hängt nicht übermäßig dran. Furchtbar, dieses Mädchen. Aber wir sollten die Gelegenheit nutzen. Die Prinzessin kann mir egal sein, aber das halbe Königreich wäre genau das Richtige für uns. Das Rennen verlierst du, Spinnig. Problem nicht. Heinz Hinkel rennt. Für Spinnig. Sehr gut. Ich könnte ebenfalls bei diesem Wettstreit von Nutzen sein, indem ich mich anschicke, die Prinzessin mithilfe meiner Blasekunst von der Rennbahn zu entfernen. Ich würde es für das Beste halten, der Prinzessin die Beine zu erkalten. Ist das unfair? Ich werfe ihr ein paar Bäume in den Weg und schon hat sie das Rennen verloren. Nein, nein, ich will einen ehrlichen Wettstreit. Hinkel rennt und gewinnt. Du willst also den Wettstreit mit meiner Tochter wagen, Soldat? In meinem Namen wird mein Freund Hinkel laufen. Verlierst du, werdet ihr beide geköpft. Ist dir das klar? Was ist das? Ich lach mich tot. Der Mann hat nur ein Bein. Das soll wohl ein Witz sein. Lachen Sie nicht so früh, Majestät. Hör mal, Soldat. Eure Köpfe sind mir sicher. Ich bin der schnellste Mensch der Welt, Soldat. Den Mann hier wirst du nur von hinten sehen. Kein Gerede mehr, es geht los! Dort hinten am Gebirge steht ein Brunnen. Jeder von euch bekommt einen Krug, den ihr dort mit Wasser füllen sollt. Wer zuerst mit dem Krug wieder hier ist, hat gewonnen. Ist das klar? Jawohl! Ja, Papi, ich werde Ewigkeiten vor ihm wieder hier sein. Das hoffe ich, mein Gott. Kind. So schnallen Sie doch geschwind Ihr Beinchen an, Herr Hinkel. Jawohl. Auf die Plätze! Fertig! Los! Weg ist er wie ein Blitz, sagt Fritz von Flitz. Halten Sie nach ihm Ausschau, Herr Linse scharf, und erstatten Sie uns genauen Bericht über den Verlauf des Rennens. Hat unser Freund Heinz Hinkel bereits 500 Meter Vorsprung? Hat er. Sie lügen. Das kann nicht wahr sein. Oh, nein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt ist er schon beim Brunnen. Mit elegantem Schwung füllt er seinen Krug. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Meine lieben Zuschauer an den Rundfunkgeräten, meine lieben Zuhörer an den Fernsehschirmen, unser Sportfreund Heinz Hinkel befindet sich bereits auf dem Rückweg, während Prinzessin Windig den Brunnen noch nicht einmal erreicht hat. Ein denkwürdiger Lauf, meine lieben Sportfreunde. Mein armes Königreich, es ist verloren. Wer hat denn da vorhin gelacht? Die Rechnung, die wird jetzt gemacht. Doch was passiert jetzt? Unser Sportfreund Heinz Hinkel wird langsamer. Er bleibt stehen. Er gähnt. Da haben Sie, meine Herren, die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Schläft der Dummkopf, erreicht die Prinzessin den Brunnen, füllt ihren Krug, kehrt wieder um. Mein Goldmädchen. Und jetzt, meine verehrten Sportfreunde, jetzt, was passiert jetzt? Na was denn? Eine grobe Unsportlichkeit, meine Freunde. Die Prinzessin Windig leert den Krug unseres Sportfreundes Hinkel aus. Buh. Das ist gegen die Regeln. Soll ich dem König eine runterhauen? Gegen eine solche Unfairness kann man nur mit Unfairness antworten. Die Gerechtigkeit fordert, dass ich sie mit Hilfe meiner Blasekunst an den Brunnen zurückbefördere. Nein, ich schieße ihm den Stein unter dem Kopf weg. Ja, unser Freund Hinkel erwacht. Er begreift, sieht sich um und rennt zum Brunnen. Ich hoffe doch, er hat noch Kraft. Ich hoffe doch, dass er es noch schafft. Niemals wird er mein Goldmädchen einholen. Schon wieder füllt er den Krug und rennt. Unser Sportfreund Hinkheinzle. Heinz Hinkel. Das Letzte holt er aus seinen Beinen. Die Anstrengung ist ihm ins Gesicht geschrieben.
Sportfreund Heinz Hinkel wird die Oberhand behalten. Mit lockeren Schritten nähert er sich dem Ziel. Heinz Hinkel, wer hätte das noch erwartet? Das hätten Sie wohl nicht gedacht. Die Rechnung wird zum Schluss gemacht. Das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. So schnell kann kein Mensch sein. Ich schon. Lohnherr. Dalli, Dalli. Papi! Aber den lumpigen Soldaten heirate ich auf keinen Fall. Versprochen ist versprochen. Und versprochen wird nicht gebrochen. Es ist ein königliches Versprechen, mein Kind. Und ein königliches Versprechen muss eingehalten werden. Wer soll mir noch glauben, wenn ich es breche? Und nun, meine Freunde, kommt mit mir zu einem kleinen Imbiss, der besonders unserem Sportsfreund Heinz Hinkel guttun wird, nach diesem grandiosen Erfolg. Jawohl. Aber Papi, das darfst du nicht tun. Willst du mich wirklich diesem groben Menschen überlassen? Das lass mal ganz meine Sorge sein, mein Kind. Nun, gehen wir mal rein. Was willst du nun tun, Papi? Liebes Kind, was denkst du von mir? Niemals im Leben würde ich dich hergeben und mein halbes Königreich schon gar nicht. Diese Mahlzeit soll ihre letzte gewesen sein. Wie? Warum? Was meinst du, warum ich diese rüde Bande in den eisernen Saal gesperrt habe? Warum? Ganz einfach, die Wände, der Boden und die Decke in diesem Raum sind aus Eisen und können durch diesen Ofen heiß geheizt werden. Siehst du, und ist es heiß genug, dann glüht das Eisen wie die Sonne und das Pack wird darin verschmachten und ersticken vor Hitze. Fein, Papi, fein. Du bist wirklich ein allerliebster Papi und ein kluger, vorausschauender König. Danke, meine Tochter. Wenn ich mir vorstelle, dass du mich diesen Tölpel verheiratet hättest, wird mir ganz schlecht. Lege nur schön viele Kohlen und Holz auf das Feuer und bald sind wir befreit von dieser Bande. Dieser Rehrücken ist fantastisch. Und die Bohnen erst. Und Wein. Großartig. Mein lieber Heinz Hinkel, jetzt könnten Sie doch endlich mal die Güte haben, wie ein vernünftiger Mensch zu sprechen. Mir ist ein bisschen warm, Jungs. Das wird doch wohl nicht am Wein liegen? Solltest du zu viel davon trinken? Ich freue mich so über den Sieg, dass mir ganz warm geworden ist. Was machen wir denn nun eigentlich aus unserem Sieg? Du hast gesagt, das Mädel sei dir gleich. Durch 6 teilen wir das halbe Königreich. Oh, das hatte ich fast vergessen. Soll ich mir ein neues Jagdgewehr mit einem Fernrohr kaufen? Das ist eine gute Idee. Und ich baue mir einen schönen Bauernhof mit vielen Schweinen und Kühen und Hasen und Hirschen. Wenn ich Sie darauf hinweisen darf, Herr Keuler, Hasen und Hirsche gibt es auf einem Bauernhof wohl kaum. Die gibt es nur im Wald. Ach was? Ja. Ich hingegen werde mir von dem Lohn einen ganzen Berg seidener Taschentücher käuflich erwerben, dass ich meiner geschätzten Nase immer zu jeder Zeit mit der für sie geeigneten Pflege aufwarten kann. Einen 20 Meter Wollschal kauf ich mir, damit ich beim Frosteln nicht immer so frier. Und ich wünsche mir 10 Paar wandernde Lederstiefel, lederne Wanderstiefel, weil ich beim Laufen doch so viele benötige und meine Stiefel so schnell kaputt gehen. Na, sehen Sie, Herr Hinkel, es geht doch schon viel besser. Ich habe nichts mehr zum Verfeuern, mein Kind. Dann denk dir gefälligst was aus. Wie wäre es, wenn wir Mutters alte Kommode verheizen? Die ist sowieso nichts wert und außerdem würde sie gut brennen. Aber Kind, das können wir nicht machen. Wieso nicht? Die Kommode ist das Einzige, was ich von deiner seligen Mutter noch habe. Das können wir ihr nicht antun. Gut, dann heirate ich zum Trotz diesen Nichtsnutz. Und das halbe Königreich nehmen wir dir auch weg. Aber Kind, so habe ich das doch nicht gemeint. Papala, Papi,
Alter Geizhals! Entweder du verheizt die Kommode oder ich feiere Polterabend mit dem Soldaten. Ich wusste nicht, dass du so grausam sein kannst, Tochter. Na bitte, es geht doch. Ich will die Bande braten sehen. Und irgendwann gehört das ganze Königreich sowieso mir. Mir allein. Soll sich niemand denken, dass ich mit ihm teile. Da ist die Kommode. Kind. Nun, frisch ans Werk, Papi. Wenn das die Mutter wüsste. Spinn ich? Träum ich? Mir ist ganz schlecht. Ich glaube nicht, dass es am Wein liegt. Spinn ich? Sie spinnen nicht. Mit Verlaub, es hat den Anschein, als hätten sie uns eingeschlossen. Der Boden und die Wände, sie sind ganz heiß. Wollen sie uns umbringen? Ich für euch gelaufen. Retten mich. Kannst du die Tür sprengen, Keuler? Ich glaube nicht. Sie ist aus Stahl und dreifach verriegelt. Und du, Flitz, fällt dir was ein? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich produziere hier ein wenig Schnee. Ich stell jetzt gerade meine Mütze. Schnell verschwindet dann die Hitze. Jeder beweist hier seine Vorzüge. Gleich ist mir viel angenehmer. Ein Temperaturabfall ist deutlich zu bemerken, meine Herren. Da kann ich endlich in Ruhe weiteressen. Oh, auch mein Eis ist wieder gefroren. Du bist ein Genie, Flitz. Schönen Dank, Herr Schrank. Ich glaube, es ist ausreichend, Herr von Flitz. Würden Sie Ihre Mütze wieder etwas schief setzen? Die Kälte hat einen ungünstigen Einfluss auf die Befindlichkeit meiner Nase. Wächst schon ein Eiszapfen draus. Blase, Nase. Herr Blase, Nase mit der Nasenvase. So, Papi. Ich glaube, sie leben nicht mehr. Es ist ganz still da drin. Meinst du, Kind? Die arme Kommode. Vergib mir, Mutti. Hör auf zu flennen, Papi. Mach endlich die Tür auf. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der sollte nie vergehen. Kreuzhimmel, stich mich mal in den Arm. Hier ist ja alles vereist. Die sind ja alle noch lebendig. Ich muss sagen, Herr König, Ihr Heizer liegt wohl auf der faulen Haut. Hier drin ist es wie in einem Eisschrank, obwohl draußen Hochsommer ist. Das nenne ich keine besonders gute Gastfreundschaft. Aber ich habe doch... Was haben Sie, du? Ruhig, Keuler. Du bist ein Stümper, Papi. Nicht wert, König zu sein. Sie stehen mit dem Teufel im Bunde, diese Gesellen. Umsonst habe ich Muttis Kommode verbrannt. Was ist nun? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, Papichen. Ich nehme mir den Soldaten und dir das ganze Königreich, wie du es versprochen hast. Alles, nur nicht das. Keine Sorge, Majestät, Ihre Tochter will ich gar nicht haben. Eine Ausgeburt von einer Prinzessin. Auf das halbe Königreich aber legen wir großen Wert, schon wegen dem neuen Schießgewehr. Fragte mich jemand nach meiner Meinung. Für mich ist dieses Mädchen eine böse Erscheinung. Hinterlistig, unfair. Unsportlich. So ein Besen würde mir das Leben sauer machen. Sehen Sie, Majestät, deshalb können Sie Ihre Tochter behalten. Das lässt du auf dir sitzen, Papi. Tu endlich was! Gut, meine Herren. Herr Soldat, verzichtet ihr auf meine liebe Tochter,
So verzichtet auch auf das halbe Königreich, denn das halbe Königreich ist nur mit meiner Tochter zusammen zu haben. Gerissen ist er, der alte Zausel. Aber wir haben das Rennen gewonnen und der Lohn steht uns zu. Oder wollen Sie, Majestät, Ihr königliches Versprechen brechen? Das würde Ihrem Ruf in der Welt sehr schaden. Das ist wahr. Lasst mich überlegen. Gut. Ihr dürft euch so viel aus meinem Schloss holen, wie einer von euch tragen kann. Hey, König, jetzt ist es genug. Das ist ein ungeheurer Betrug. Nein, nein, Flitz, das ist es nicht. Heinz Hinkel, renne schnell runter in die Stadt, trommle alle Schneider zusammen und bestelle einen Sack, der so groß ist wie dieses Schloss. Wenn der Sack in 10 Minuten fertig ist, bekommen Sie einen Lohn, der 10-mal so hoch ist, als Sie ihn sonst kriegen. Fliege schon, spinnig. Was geruhen Sie zu planen, Herr Spinnig? Was hast du vor? Ich ahne was. Ahne. Ich hab's. Was haben die vor, Papi? Ich halte das nicht aus. Bleib ruhig, mein Kind. Ich bin von allem hier der König. Und was geschieht, berührt mich wenig. Keiner kann von diesem Platz mich treiben. Ich werde ewig, ewig König bleiben. Ich bin vor allem hier Prinzessin, werd bald von allem sein die Chefin. Und wird mein Papi einmal sterben, dann werd ich alles, alles erben. Oh Freunde, das geht mir nicht ein. Wie kann man nur so boshaft sein? Bin wieder da. Der Sack ist fertig. 75 Meter hoch, 75 Meter breit und 75 Meter lang. Das reicht. So schnell hab ich noch keinen Schneider nähen sehen. Was soll der Sack bedeuten? Karl Keuler, wirf den Sack über das Schloss. Ich falle in Ohnmacht. Das ganze Schloss? Mein Ein und Alles? Wie versprochen. Keuler, lad dir den Sack auf die Schulter. Ist er zu schwer? Ein Kinderspielsoldat. Endlich mal eine richtige Arbeit, auch für mich. Das darf nicht sein! Keiner kann von diesem Platz dich treiben. Und so wirst du ewig, ewig König bleiben. Doch ohne Schloss bist du recht wenig. Adieu, auf Wiedersehen, Herr König. Geben wir ihm noch 2 Groschen, wie er sie mir einst gab. Ich gebe Ihnen meine alten Taschentücher, damit Sie Ihren Tränen freien Lauf lassen können. Meine alte Flinte wollen Sie haben und Fliegen die Augen ausschießen? Bitte. Ich habe nichts, was ich lassen kann. Aber König, Sie werden schon durchkommen. Mann. Gehen wir, Jungs. Mich hält's nicht länger hier. Adieu, Herr König. Ich bin ruiniert. Ich... Armer König. Ein Schlappschwanz. Ein Waschlappenkönig. Schick ihnen die Armee hinterher. Eine gute Idee. Ruf die Armee zusammen, Kind, und übernimm das Kommando. Ich kann nicht mehr. Ich bin ruiniert. Das bist du, Papi. Und bist die längste Zeit König gewesen. Ich hole mir das Schloss und stelle es an einen Ort, wo du es niemals finden wirst. Und dann habe ich alles für mich alleine. Ich, oberster Feldherr, ich lasse die Armee antreten. Ich... Doppelt so voll könnte der Sack sein.
Je mehr wir uns entfernen, desto leichter scheint er mir. Wie ich mich auf meine herrlich duftenden Seidentaschentücher freue. Und ich freue mich ebenfalls auf den wollenen Schal um meinen Hals. Und ich sehe schon winken, Wanderschuhe von weitem blinken. Fein, fein, Heinzi. Aber, oh Graus, keine Wanderstiefel blinken. Soldaten sind es. Ich verhau sie. Alle. Nein. Herr Keuler, jetzt ist die Reihe an mich gekommen, einen Beitrag zur Durchführung dieser Unternehmung zu leisten. Bravo, Blasenase. Nichts mehr von Ihnen zu sehen. Fliegen in der Luft. Hurra! Hurra! Und jetzt suchen wir uns einen Platz und teilen alles auf. Ja, woll. Sechs zogen durch die ganze Welt, sechs betrogene Gestalten, bis sie sich haben zusammengestellt und haben zusammengehalten. Der Erste gewann den Wettlauf aus dem Schlaf, holt ihn der Zweite. Der Dritte setzte seine Mütze auf, der Vierte trägt jetzt die Beute. Der Fünfte blies mit dem Nasenloch in den Himmel des Königs Leute. Der Sechste, ja was tat der denn noch? Der Sechste, das war der Gescheite. So ziehen durch die ganze Welt sechs glückliche Gestalten. Und wenn sich was dazwischen stellt, werden sie zusammenhalten.